Die Menschen haben versucht, Deutsch zu sprechen, was, da kann man ja vielleicht noch dazu kommen, ein Problem war, ne? Die konnten das ja in den seltensten Fällen. Und direkt vor Ort war das dann so, dass man würde das vielleicht so salopp nennen, mit Hände und Füße versucht hat, sich zu verständigen, weil auch im Englischen sich zu verständigen war ja nicht. Ne? Wer sprach damals Englisch von den Gastarbeitern? Da keine Engländer da waren, eigentlich niemand. Und ja, man musste sich dann so behelfen, was dann später ich dann festgestellt habe, was sehr schwierig ist, wenn man Arbeitsanforderungen erstellt, wenn man Aufgabenbeschreibungen erstellt, welche auch immer. Da war es dann notwendig, dass man sich Dolmetscher bedient hat, die man aber nicht als Dolmetscher von Hochschulen her eingestellt hat, sondern die man rekrutiert hat aus den Nationen raus, ne? Wo man den Eindruck hatte, das ist jemand, der besonders gut da in der Lage wäre, der auch dann sich selbst bemüht hat, besonders gut Deutsch zu sprechen, der in der Lage war, sich schriftlich auszudrücken, dass man solche Leute dann auch gefördert hat im Unternehmen und dann Dolmetscher eingesetzt hat.